Willkommen bei Cookinesi. Heute wird es bei uns so richtig gesund. Ich zeige euch zwei gesunde, frische, schlankmachende Drinks. Zum einen ein Spicy Melon Juice und zum anderen gibt es ein Gurken-Ingwerwasser. Den Trend von diesen scharfen Getränken habe ich entdeckt, als ich kürzlich in Los Angeles war. Ich habe dann dort auch Spicy Melon Juice auf Facebook gepostet, habe extreme Resonanz bekommen und habe dann gefunden, ich muss unbedingt ein Video dazu machen. Die haben ganz viele Vorteile. Zum einen natürlich im Sommer gerade. Ganz besonders sollte man viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Und jetzt immer nur leises Wasser oder irgendwie ein lauwarmer Tee ist ein bisschen langweilig. Die werden sehen, am Schluss sehen richtig cool aus. Dann nimmt man auch schon gesunde Nährstoffe auf beim Trinken. Und, wie ich bereits erwähnt habe, es sind schlankmachende Drinks. Es gab Capsaicin im Chili, das fördert die Fettverbrennung. Der Ingwer fördert die Verdauung. Das heisst, nicht zu viel vom Ingwer trinken, weil irgendwann ist wirklich schon fast abführend. So, jetzt legen wir gerade los mit unserem Spicy Melon Juice. Ihr werdet sehen, es ist ganz, ganz einfach und geht sehr schnell. Das Fruchtfleisch von der Melone einfach in den Mixer tun. Ich habe es grob von den Kernen befreit, aber wenn es noch Kerne drin hat, ist das nicht schlimm, weil die haben sonst gesunde Nährstoffe. Dann fülle ich das Ganze mit Wasser auf, bis das Fruchtfleisch bedeckt ist. Gebe ein bisschen Cayennepfeffer rein, da müsst ihr halt wirklich ein bisschen schauen, wie scharf ihr es möchtet. Ich klopfe jetzt hier zweimal dran. Dann kommt noch ein bisschen schwarzer Pfeffer aus der Mühle dazu. Und das Ganze mixe ich jetzt im Smoothie-Programm. Wichtig ist, dass ihr wirklich einen guten Mixer habt. Die schlechten Mixer, die machen zum Teil die Vitamine kaputt, weil sie die überhitzen. Ich habe meinen Spicy Melon Juice gerne richtig kalt. Darum tue ich jetzt noch ein paar Eiswürfel drin und mixe die im Eisprogramm. Schaut aber, ob euer Mixer auch ein Eisprogramm hat. Sonst geht die Gefahr, dass er nicht kaputt geht. So, los geht's. Et voilà, und jetzt ziehen wir das Fruchtfleisch noch abziehen. Unser Drink ist jetzt eigentlich schon fertig. Ganz wichtig ist, dass man ihn wirklich auf Eis trinkt. Darum viel Eis in ein Glas geben. Vielleicht noch ein Röhrchen rein. Zum Garnieren ein bisschen Münze. Und unser Drink ist ready. Übrigens hätte ich jetzt auch gute frische Chili nehmen. Für mich ist einfach das Pulver ein bisschen einfacher zum Dosieren. Macht ihr es einfach so, wie es am besten geht. Jetzt kommen wir zum Gurken-Ingwerwasser. Das ist genauso einfach. Wir nehmen eine halbe Gurke, Salatgurke. Die sind geschält in den Mixer rein. Den Rest der Salatgurke habe ich einfach gut gewaschen, die Chinti dran und die ganz feine Rädchen geschnitten. Das ist die Deko im Glas. Dann habe ich den Ingwer geschält. Und etwa so ein Stück, so gross wie ein Frauendaumen, tue ich ebenfalls in den Mixer rein. 10 Münzenblättchen, das hilft immer, dass das Ganze extrem frisch wird. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Agavendicksaft parat. Ihr könnt aber auch Honig nehmen, wo am Schluss für die DIY kann man es noch ein bisschen süssen. Dann habe ich hier 1 Liter Wasser. Schwupps. Und das Ganze wird jetzt gemixt. Jetzt kommt hier auch noch ein bisschen Pfeffer drin. Schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Ein bisschen Eis. Das wird noch einmal kurz im Eisprogramm gemixt. Und ich persönlich bin jemand, der es gerne etwas süß hat. Darum nehme ich noch ein bisschen Agavendicksaft. Oder eben Honig könnt ihr annehmen. Et voilà. Und tue das noch einmal kurz mixen oder vermischen. Auch hier ziehen wir das Fruchtfleisch absieben. Auch diesen Drink servieren wir mit viel Eis. Ziehen ein paar Münzenblättchen als Deko ins Glas. Ein paar von unseren Gurkenrädchen. Und unser zweiter scharfer Drink ist fertig.
Ich habe übrigens jetzt eine Version von eher milder Schärfe gezeigt. Also probiert sie. Gerade wenn sie aus dem Mixer rauskommen, wenn ihr noch etwas mehr Schärfe drin wollt, dann tut ihr einfach noch etwas mehr Ingwer drin, noch etwas mehr Cayennepfeffer drin. Und dann werden sie genau so, wie ihr sie möchtet. Übrigens, Gurken, die haben entgiftende Stoffe drin. Perfekt auch für nach einem Kater. Das tut mich richtig, richtig gut. Melonen haben viel Ballaststoff, haben wenig Kalorien, genau so wie Gurken. Also wirklich einfach wunderbar, besonders für im Sommer. Geniessen Sie ganz schönen Sommer, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!